Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2 Dark Moon, Part Nummer 34. Ja, im letzten Part haben wir, ja, mit Polterpinscher das Stöckchen gesucht. Oder eher gesagt, er hat das Stöckchen in Form von dem kleinen Zeiger runtergeschluckt und ist wieder abgehauen. Und dann habe ich in der anderen Villa nochmal geguckt, ob ich einen Gem finde, aber entweder war ich falsch oder ich habe ihn nicht gefunden, keine Ahnung. Könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen besseren Tipp geben oder zumindest halt, ja, ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht, wie gesagt, vielleicht habe ich auch nur den Raum verwechselt, kann natürlich sein. Und hier geht es dann direkt weiter mit das Stück zum Glück. Okay, ein Bauteil fehlt uns noch, das ist die vermaledeite Uhr, endlich repariert. Und weißt du was, ich weiß auch schon genau, wo es sich versteckt. Dann gucken wir auch mal direkt. Luigi, da bist du ja. Wie toll du dich immer so anschleichst. Ja, da war die ganze Zeit hier. Wir haben nun beide Uhrzeiger. Fehlt nur noch das Kurbelrad. Dann können wir endlich das Uhrturmtor reparieren. Das Finstermondstück ist laut Paraskop immer noch dort oben, wo wir... wir müssen uns sputen. Ich habe irgendwie den Punkt übersehen. Ich registriere auch eine verstärkte Spukeaktivität im Ostabschnitt des Ingenieurshofs. Sehr wahrscheinlich lagert das Kurbelrad irgendwo dort. Die Geister haben alle Türen verbarrikadiert, aber keine Angst, wir kriegen dich da schon rein hinein. Es gibt dort nämlich eine weitere Voxelstation, dort werde ich dich hinschicken. Wer weiß, vielleicht platzt du ja in eine Geistergeburtstagsfeier oder so. Okay, das Kurbelrad. So sieht das Kurbelrad aus. Schön die Augen danach offen halten, ja? Können wir einfach das Kurbelrad nehmen, was wir bei dem Aufzug links haben am Anfang? Fertig, du Geisterschreck. Dann zum Angriff. Auf sie mit Geflüster. Das hat mich gebrüllt, ja? Und verwochseln. Dann bin ich schon mal gespannt. Wieder eine Woche her, gell? Oh. Ein riesiger Block. Das meine ich. Ist es nur Zufall oder hat das irgendwas zu bedeuten? Das ist halt immer so die Sache. Ich glaube, das ist einfach nur so, dass der Ladebildschirm ein bisschen anders aussieht. Oh. Der sieht ein bisschen fieser aus, dieser... Wie hieß der nochmal? Das sind ja diese Anschleicher-Geister nochmal, gell? Der hatte irgendwie so eine fiese Form um sich, gell? Okay, finde den Geist mit dem Kurbelrad. Hello? Ich muss einfach wieder reinkommen hier. Wie gesagt, wenn man eine Woche nicht spielt, dann ist das immer so eine Sache für sich. Und irgendwie sind das goldene Zahnräder hier. Also wieder gucken, was alles für die Knöpfe sind. Oben, unten, gell? Okay, alles klar. Na, da ist nichts, okay. Da ist wieder ein Tresor. Komm, wie hieß jetzt nochmal dieser eine Geist hier? Oh. Hier fällt ja alles auseinander. Was ist los? Ihr wisst schon, was für ein Geist es ist, gell? Ich muss ja nicht extra erwähnen und im Hintergrund ist... Ach, ein Spiegel? Aber warte mal, der Spiegel zeigt in die Richtung, gell? Ach so, nee, wartet mal. Stimmt ja, und da sieht man ja auch noch den Gem da im Hintergrund. Da haben wir ja beim letzten Mal, haben wir hier reingeguckt. Kann man ja auch wieder rausgucken? Nee, gell? Damit konnte man nur reingucken. Oder? Nee, man kann sogar hier in die Richtung gucken. Okay, alles klar. Vielleicht sehen wir ja von dem Winkel noch irgendwas, gell? Aber das sieht man nur, dass man halt im anderen Raum ist, gell? Aber schön, dass man halt auch von der Seite reingucken kann, gell? Nun habe ich irgendwie das Gefühl, die Zahnräder, die da hier vorliegen, die haben irgendwas zu bedeuten. Oder vielleicht auch nicht, dass er einfach jetzt nur da liegt, wenn man nicht in den anderen Raum kann. Kann man eigentlich hier auch anmachen, weil es gerade so rot ist? Nee, das ist einfach nur der... Okay. Aber gut, das zeigt mir vielleicht sogar schon, dass wir hier vielleicht wieder einen Tod finden könnten eventuell, weil er hieß jetzt, hier hat er mehr als einen und wir haben bisher nur einen gefunden, weil hier normalerweise sind diese Monitore ja eher dafür da, dass man dann einen Tod durchschickt oder nicht. So, 5 Minuten hier im ersten Raum verbracht, gell? Aber ihr wisst ja, immer wieder rumgucken, gell? Und an den... Komme ich nicht nochmal, oder? Ne, der ist jetzt kaputt da unten, okay, alles klar. Aber wie komme ich dann an diesen Gem hier da hinten? Das ist natürlich die andere Frage. Man sieht auf jeden Fall, im Hintergrund ist eine bröckelige Wand, also vom Spiegel aus her. Aber wie man da auf die andere Seite kommt, ist mir noch ein Rätsel. Gut, gucken wir einfach mal weiter. Wir sind sowieso erstmal in diesen Raum hier. In die Pendelhalle. Hallo? Okay, wir haben einen Aufzug. Und hier haben wir ein Laufband, wo ich nicht hochkomme. Okay. Dann, deswegen Pendel. Okay, alles klar.
Er wollte gerade in die Kiste tun, gell? Hm, was mache ich jetzt damit? Hm, ich hau mal lieber ab. Okay. Zumindest wissen wir dann wieder mal, wo ein Gem sicher ist, gell? Da unten können wir jetzt auch, warte mal, da ist ja... Ich glaube, ich renne hier wieder zu schnell durch, gell? Ich habe das nur gerade mal direkt gesehen, deswegen wollte ich... Oh, toll, die ganze Wissen kriege ich jetzt gar nicht, oder was, ne? Was soll denn das? So was, wir müssen dieses Lager hinein, in dieses Lager hineinkommen. Heureka, wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich hatte doch einen Toad-Assistenten in den Ingenieurshof geschickt. Ja, war schon fast klar, gell? Es sollte die Kameralinsen polieren. Es sollte die Kameralinsen polieren. Warte, vielleicht kann er dir helfen. Hm, er scheint in die Gleichaufkammer gelaufen zu sein. Gleichauf, okay. Ach, wie konnte ich den Kleinen nur vergessen? Es muss schlimm sein, für mich zu arbeiten. Ja, definitiv. Besonders, wenn ich meine Münzen nicht einsammeln darf, hier. So, okay. Okay, dann scheint es hier lang zu gehen. Deswegen würde ich mal kurz nach oben gucken. Sonst hätte er mich nicht, ja, nicht bequatscht. Dass ich noch die Kisten und Co. überprüfe, gell? Wobei, hier geht jetzt gerade nichts. Jetzt macht er ja die Kartons auf, gell? Und die kann ich jetzt nochmal durchgucken, gell? Genau, das möchte ich gerne machen. Also ja. Hey, du! Hm, was soll ich denn damit machen? Hm, vielleicht... Vielleicht hier verstecken? Guck, hier! Ist doch vielleicht ein guter Versteck. Na? Oh, er hat uns gesehen! Haut ab! Oh! Okay, aber schön, dass er da wirklich, okay, das finde ich toll. Alles klar, okay, das soll sozusagen der Tipp wieder sein. Und dann geht hier sowieso nichts, weil wir müssen natürlich erstmal dann hier vermutlich wieder Gewicht drauf lagern. Keine Ahnung. Okay. Oh, so, ich sollte natürlich, ja, von lauter rumrennen hier und gucken. Natürlich auch gucken, dass hier vielleicht irgendwas Unsichtbares ist. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Dass wir dann zumindest vielleicht auch den Buho finden. Oder halt andere Gems, je nachdem, gell? Na, oder ein bisschen Cash. Immer gucken mit unsichtbar. Ich persönlich mag ja diese Art hier, die Sache mit unsichtbar dran zu suchen, weil das erinnert mich auch so ein bisschen, wenn ich mal an andere Spiele denke, an Super Metroid, wenn man diesen X-Ray-Visor bekommt, da kann man nämlich dann auch unsichtbare Sachen abscannen. Okay, jetzt fährt man hier wieder zurück. Aber ich würde mich gerne nochmal kurz hier im Raum weiter umgucken. Na, da oben scheint... Ah, warte mal, da ist eine Tür. Oh. Hört ihr auf? Wie viel kommen da raus? Na, die einen hab ich nicht gekriegt, okay. Nicht gewillt. Hm. Weiß es gewollt, dass hier ganz viele Viecher rauskommen, oder... Ne, da komme ich noch nicht hin. Okay, alles klar. Das scheint erst später lang zu gehen. Hier. Irgendwie ist der Raum jetzt zu groß, als dass hier nichts wäre, gell? Ah, so ist ja was, okay. Man muss also von hier aus lang, okay. Und da kommt der. So. Ah, und hier kann man dann lang, okay. Aber will ich hier schon lang? Achso, man kann von hier aus dann dahin, okay. Aber wenn die Tür wackelt, ist das wieder so eine Spezialtür, oder? Ja, sag ich ja. Okay, beim ersten Blick gucken, wo es lang geht. Da geht es nicht lang. Ich denke mal, dass es so geht. Ah ne, ich glaube, ich hätte das Zahnrad drehen müssen und da hätte ich außen rumlaufen können, gell? Ja. Na, 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 na. Boah, das war aber ganz, ganz knapp. Also wenn ich gleich außen rum gelaufen wäre, dann hätte ich halt hier rüber springen können und dann hätte ich hier die zum Schluss einsammeln können. So rum wäre es eigentlich gewesen. Okay, aber das war, ich wusste halt natürlich nicht, wie man jetzt da drüber kommt, gell? Das sah jetzt nicht unbedingt jetzt gleich offensichtlich aus. Obwohl wir, glaube ich, im letzten Part hatten wir schon so eine Stelle, wo wir einmal so drüber gesprungen sind, gell? Oh, da war sogar ein Gem drin. Okay, das ist das erste Mal, dass wir in so einem Mini-Ding ein Gem drin hatten. Wow. Das hätte ich ja ewig gesucht. Okay. Aber gut zu wissen. Eieiei. Natürlich die Frage, wie oft diese Bonusräume vorkommen. Also in jedem Gebiet einmal auf jeden Fall. Oh, da war noch was. Aber der Gem. Okay. Ich meine, die Tür ist ja nicht unbedingt stark versteckt, aber dass da ein Gem drin ist, das ist halt schon der Gedanke, gell?
Eieiei. Aber gut, den haben wir. Na. Oh. Okay. Ist natürlich jetzt die Frage. Uiui. Wie viel da rauskommt. Was wäre denn gewesen, wenn wir den nicht angesaugt hätten oder angeleuchtet hätten? Dann wäre der vermutlich auch nicht runtergefallen, gell? Eieiei. Okay. Hier fällt gleich alles zusammen, gell? So ein leichtes Bedenken hat man dabei. Achso, okay. Ich höre schon wieder Mäuse. Ah, okay, verstehe. Und hier kann man sich schon vorher fallen lassen. Okay, alles klar. Kann man das hier rüberschieben? Nö. Also doch pusten. Okay, so rum. Okay, dann wäre es sogar egal gewesen, aber gibt es hier jetzt noch irgendwas, oder? Ach so, dadurch, dass ich jetzt hier war, hab ich pusten müssen. Aber wenn ich von der Seite gekommen wäre, hätte ich dann saugen müssen, damit ich drankomme. Ah, okay, da ist eine Tür. Ich denke mal, dass sogar... Na toll. Na, natürlich super optimal, wenn man gerade am Saugen ist und dabei hier die Dinge wegsaugt. Was mir nicht auffällt, ist, ich komme hier vermutlich noch nicht durch, oder? Ja, nee. Wird auch unten als rote Tür angezeigt, deswegen hätte mir sowieso nur so rumkühlen können. Okay, alles klar. Ansonsten hier nichts. Gibt hier immer mal, ich gebe manchmal mehr als einen. Eine unsichtbare Stelle. Hauptgetriebe, okay. Fehlt da hinten die. Achso, da hat sich vermutlich der Tod drin versteckt, ja. Okay, weil sonst die Geister würden ja nicht unbedingt. Oh, da war eine Maus. Na, wo ist er denn? Abgehauen, okay. Die Geister werden nicht unbedingt einen anderen Geist in einen Schacht stopfen und dann halt, dass er da nicht mehr rauskommt, gell? Oh, okay. Wir kennen sehr langsam. Oh, es hat sich mal angehört, dass wären ein paar runtergefallen. Okay, sind die jetzt ein... Oh, wow. Das ist ja mal ein großes Teil, was... Geh weg. Ich muss dich einsaugen. Na. Ach so, so tut man das Ganze wieder in Betrieb setzen, gell? Ah, okay. Und dann könnte man dann von hier, von der Seite hoch. Okay, alles klar. Gut, ich würde trotzdem gerne erstmal den Toad befreien, bin ich ganz ehrlich. Und da war noch was. Achso, da war noch ein... ein Barren versteckt. Na? Ich gucke immer so ein bisschen auf leichte... also leichte Stellen, wo halt irgendwie auffallen können, weil wenn ich jetzt hier nach links laufe, dann sieht man hier, dass da so ein ganz leicht kleiner Pixel ist, der dann anfängt zu leuchten, denke ich, da ist was. Deswegen... Achso, von... Da hinten pennt ein goldener Geist, okay. Aber hier komme ich noch nicht lang, weil das... Wenn wir das wohl erst umdrehen müssen. Okay, gut, dann müssen wir so lang. Okay, alles klar. Na gut. Und du? Komm ab, du. Ich mag diese kleinen Roboter, aber ja. Man muss es ja nicht provozieren, sich von ihnen treffen zu lassen. Na, Spinne, Spinne. Uiui. Dass auch immer so viele Scheine rauskommen. Also wir werden später echt keine Probleme haben, wirklich ziemlich viel Cash anzusammeln. Okay, und hier müssen wir jetzt so rum, okay. Ne, hier komme ich gar nicht weiter. Okay, dann muss ich wohl doch erst wieder zurück und nach oben, dass ich dann hier die, dass ich dann das Zahnrad wohl umdrehe, also dass sich in eine Richtung bewegt und dass ich dann hinten hochkomme. Oh, da ist die Maus wieder, oh, na gut, komme ich glaube ich eh gar nicht ran, weil die unten irgendwo lang gelaufen ist. Na gut. Ja, okay. Natürlich aufpassen, wenn ich hier zerquetscht wird, denke ich mal, gell? Sollte man vielleicht vermeiden. Alter, so wie das da kratzt, müssten eigentlich die Zahnräder langsam sicher abnutzen, aber gut. Na? Geht jetzt die Tonne... Achso! Nee, hä? Ich wollte gerade sagen, kriege ich die Tonne jetzt nicht auf, oder? Nö, wohl nicht. Ziemlich laut auch, das Ding hier, gell? Ah, okay, kann ich hier jetzt reinlaufen? Okay, ich kann wohl durchlaufen, wenn ich halt jetzt nicht gerade jetzt ein Ding vor mir habe, gell? So rum. Aber auch irgendwie komisch, dass Luigi hier sich nicht mitbewegt, gell? So ein bisschen. Okay, keine Ahnung. Ah, der Knochen. Okay, sehr schön. Yay.
Das andere noch aufmachen. Könnte vielleicht auch noch was drin sein. Natürlich immer wieder gucken, dass irgendwas Unsichtbares sein könnte, ja. Okay, dann müssen wir gegen die kämpfen. Der eine boxt halt die ganze Zeit gegen das, gegen den Spind und der andere, da liest sich da was durch, ja. Na ihr? Wow. Und der andere Geist ist direkt abgehauen gerade, gehabt, habt ihr das gerade gemerkt? Na Mist, ich sollte sie vielleicht direkt einsaugen, gell? Na, kommt ihr her? Ja, oder der ist jetzt irgendwo oben, der goldene Geist, kann natürlich auch sein. Ein Herzchen. Ja, man sollte die Großen einfach direkt einsaugen und nicht lang rummachen, weil man hat sie gerade gesehen, wenn die dann... Na, okay. Ein paar Münzen. Und ein Dart. Ich versuche hier alles anzusaugen, gell? Na, geht das nicht weg? Und dann halt nicht. Okay, wir wissen ja, dass da ein Toad drin ist, aber ich möchte natürlich trotzdem nochmal kurz hier gucken. Und hier... Achso, von hier aus würde er mal wieder zurückkommen. So muss man das dann wohl sehen. Aber da ist ja noch was drin, gell? Oder ich denke mal, wenn wir dann nach oben, wenn wir dann über das Zahnrad dann weitergehen, gell? Komm, guck, was im Mülleimer ist. Okay, dann machen wir erstmal die ganzen Sachen auf, wo kein, wo niemand drin ist. Okay. Oh, hat er mir instant Lehm abgezogen. Da konnte ich ja gar nicht reagieren. Da ist noch was zum Saugen. Du willst hier immer wieder gucken. Und hier sieht es übrigens aus, wegen dem Rohr da oben, dass da vielleicht auch Wasser rauskommen könnte irgendwie. Auch wenn ich nicht gerade jetzt wüsste, für warum wir Wasser bräuchten, gell? Oh, ach so. Da hat sich er versteckt. Aber ist er nicht nach oben geflogen? Wundert mich gerade so ein bisschen. Und die Zeitung ist wieder erschienen, okay. Hä? Okay, keine Ahnung. Ach so. Nee. Da habe ich gerade gedacht, die ist so in Richtung Spind geflogen, dass wir da jetzt dann doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer den Tod finden würden. Okay, dann ist der hier gar nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter suchen, oder was? Na gut. Ja gut, war dann vielleicht wieder dann zu... Offensichtlich, ich möchte da rein. Lass mich da hin. Da muss ich jetzt gucken, dass ich ja irgendwie jetzt nach oben laufe und nicht wieder zurück, ja? Na? Okay. So. Ich denke mal, die Tonnen und Co., die sind meistens auch echt nur dafür gedacht, dass man halt vielleicht da irgendwo den, ist hier eigentlich auch irgendwas, oder... Mal die Wände abklopfen, so gucken, dass ich hier irgendwo langlaufen kann. Aber sieht nicht der Fall. Ich meine, ihr seht ja zumindest den Schatten von Luigi. Okay, keine Ahnung, dann müssen wir wieder zurück. Also, wir haben hier den Schlüssel bekommen jetzt. Ja, ich habe gerade überlegt, wo sollen wir denn jetzt hingehen. Da lässt sich aber auch wirklich erst dauerlaufen, wenn ich hier, wenn ich dann genau an der Stelle bin, damit halt Luigi nicht sonst wohin fliegt. Okay. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, was die Tür beherbergt. Bevor wir den Part beenden. Die Mäuse unten haben ihren Spaß, gell? Da würden wir garantiert noch runterkommen, sonst wären da keine Mäuse, gell? Na? Okay, da oben ist Cash. Wie so oft, gell? Und da ist auch noch Geld. Da kommt der her, Scheine. Okay. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ja, ist unsichtbar vielleicht. Buhu haben wir auch noch nicht gefunden, gell? Sonst ist er manchmal einfach, manchmal schwierig. Aber hier. Achso, hier kann man was machen. Achso, da war ein Schalter, den habe ich gar nicht gesehen. Oh! Okay. Alter. Da kriegt man ja fast Angst. Okay. Achso, das ist ein Schalter. Okay, der bleibt aber nicht. Okay, da brauchen wir wohl einen Stein oder sowas. Hallo? Und da ist er tot. Okay, alles klar. Aber ich würde mal sagen, den befreien wir im nächsten Part, oder? Was meint ihr? Oh, das Leben würde ich gerne nochmal einsammeln. Ich wollte verschwinden. Achso, und hier könnte man mit dem Zahnrad jetzt dann irgendwas drehen. Okay, alles klar. Oder hier fehlt exakt, warte mal. Ja, wollte gerade sagen, hier fehlt doch was. Na komm. Wenn die mal so rumfliegen, dann kann es natürlich immer sein, dass man sie nicht bekommt. Okay, gut, aber
Das machen wir dann am besten im nächsten Part, ja. Dann ja, dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Luigi's Mansion 2 Dark Moon sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.